1973/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene. Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 95 und 152 Absatz 4 Buchstabe b. Auf Vorschlag der Kommission, nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, gemäß dem Verfahren des Artikel 251 des Vertrages. In Erwägung nachstehende Gründe 1. Ein hohes Maß an Schutz für Leben und Gesundheit des Menschen ist eines der grundlegenden Ziele des Lebensmittelrechts, wie es in der Verordnung EG Nr. 178/2002 festgelegt wurde. In der genannten Verordnung werden noch weitere gemeinsame Grundsätze und Definitionen für das einzelstaatliche und gemeinschaftliche Lebensmittelrecht festgelegt, darunter das Ziel der freien Verkehrs- und Lebensmittel in der Gemeinschaft. 2. Mit der Richtlinie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Lebensmittelhygiene wurden die allgemeinen Hygienevorschriften für Lebensmittel und die Verfahren für die Überprüfung der Einhaltung dieser Vorschriften festgelegt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Vorschriften und Verfahren eine solide Grundlage für die Gewährleistung der Sicherheit von Lebensmitteln bilden. Im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik sind viele Richtlinien angenommen worden, in denen spezifische Hygienevorschriften für die Produktion und das Inverkehrbringen der in Anhang 1 des Vertrages aufgeführten Erzeugnisse festgelegt worden sind. Diese Hygienevorschriften haben Hemmnisse im Handel mit den betreffenden Erzeugnissen reduziert und so zur Schaffung des Binnenmarktes beigetragen und gleichzeitig für den Verbraucher ein hohes Gesundheitsschutzniveau gewährleistet. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit enthalten diese Vorschriften und Verfahren gemeinsame Grundregeln, insbesondere betreffend die Pflichten der Hersteller und der zuständigen Behörden, die Anforderungen an Struktur, Betrieb und Hygiene der Unternehmen. Die Verfahren für die Zulassung von Unternehmen, die Lager- und Transportbedingungen und die Genusstauglichkeitskennzeichnung. 5. Diese Grundlagen stellen die allgemeine Grundlage für die hygienische Herstellung aller Lebensmittel einschließlich der in Anhang 1 des Vertrages aufgeführten Erzeugnisse tierischen Ursprungs dar. 6. Neben dieser allgemeinen Grundlagen sind für bestimmte Lebensmittel spezifische Hygienevorschriften erforderlich. Diese Vorschriften sind in der Verordnung EG 2004 des Europäischen Parlaments und des Rates von spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs niedergelegt. 7. Hauptziel der neuen allgemeinen und spezifischen Hygienevorschriften ist es, hinsichtlich der Sicherheit von Lebensmitteln ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewährleisten. 8. Zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit von der Primärproduktion bis hin zu Inverkehrbringen oder zur Ausfuhr ist ein integriertes Konzept erforderlich. Jeder Lebensmittelunternehmer in der gesamten Lebensmittelkette sollte dafür sorgen, dass die Lebensmittelsicherheit nicht gefährdet wird. 9. Die Gemeinschaftsvorschriften sollten weder für die Primärproduktion, für den privaten häuslichen Gebrauch noch für die häusliche Verarbeitung
Handhabung oder Lagerung von Lebensmitteln zum häuslichen privaten Verbrauch gelten. Außerdem sollten sie nur für Unternehmen gelten, wodurch eine gewisse Kontinuität der Tätigkeiten und ein gewisser Organisationsgrad bedient ist. 10. Gesundheitsgefahren, die auf Ebene der Primärproduktion gegeben sind, sollten identifiziert und in angemessener Weise unter Kontrolle gebracht werden, um sicherzustellen, dass die Ziele dieser Verordnung erreicht werden. Bei der direkten Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen durch den erzeugenden Lebensmittelunternehmer an den Endverbraucher oder an ein örtliches Einzelhandelsunternehmen ist es angezeigt, die öffentliche Gesundheit durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften zu schützen, und zwar insbesondere aufgrund der engen Beziehungen zwischen Erzeuger und Verbraucher. 11. Die Anwendung der Grundsätze der Gefahrenanalyse und der Überwachung kritischer Kontrollpunkte, HACCP-Grundsätze, auf den Primärsektor ist noch nicht allgemein durchführbar. Es sollte aber Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis geben, die zur Anwendung einer geeigneten Hygienepraxis in den landwirtschaftlichen Betrieben beitragen. Soweit erforderlich sollten außerdem spezifische Hygienevorschriften für die Primärproduktion diese Leitlinien ergänzen, die Hygieneanforderungen an die Primärproduktion und damit zusammenhängende Vorgänge sollten sich von denen für andere Arbeitsvorgänge unterscheiden. 12. Die Lebensmittelsicherheit beruht auf mehreren Faktoren. Die Mindesthygieneanforderungen sollten in Rechtsvorschriften festgelegt sein. Zur Überwachung der Erfüllung der Anforderungen durch die Lebensmittelunternehmer sollte es amtlich Kontrollen geben. Die Lebensmittelunternehmer sollten Programme für Lebensmittelsicherheit und Verfahren auf der Grundlage von HACCP-Grundsätzen einführen und anwenden. 13. Eine erfolgreiche Umsetzung der Verfahren auf der Grundlage der HACCP-Grundsätze erfordert die volle Mitwirkung und das Engagement der Beschäftigten der jeweiligen Lebensmittelunternehmens. Diese sollte dafür entsprechend geschult werden. Das HACCP-System ist ein Instrument, das Lebensmittelunternehmen hilft, einen höheren Lebensmittelsicherheitsstandard zu erreichen. Das HACCP-System sollte nicht als ein Verfahren der Selbstregulierung angesehen werden und nicht die amtliche Überwachung ersetzen. 14. Obwohl die Einführung von Verfahren auf der Grundlage der HACCP-Grundsätze für die Primärproduktion zunächst noch nicht vorgeschrieben werden sollte, sollte im Rahmen der Überprüfung dieser Verordnung, die die Kommission im Rahmen der Durchführung vornehmen wird, auch untersucht werden, ob diese Anforderung ausgedehnt werden kann. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Unternehmen im Rahmen der Primärproduktion anregen, diese Grundsätze so weit wie möglich anzuwenden. 15. Die HACCP-Anforderungen sollten den im Codex Alimentarius enthaltenen Grundsätzen Rechnung tragen. Sie sollten so flexibel sein, dass sie auch in kleinen Betrieben in allen Situationen anwendbar sind. Insbesondere muss davon ausgegangen werden, dass die Identifizierung der kritischen Kontrollpunkte in bestimmten Lebensmittelunternehmen nicht möglich ist und dass eine gute Hygienepraxis in manchen Fällen für Überwachung der kritischen Kontrollpunkte ersetzen kann. So bedeutet auch für die verlangte Festsetzung von kritischen Grenzwerten nicht, dass in jedem Fall ein in Zahlen ausgedrückter Grenzwert festzusetzen ist. Im Übrigen muss die
Verpflichtung zur Aufbewahrung von Unterlagen flexibel sein, um einen übermäßigen Aufwand für sehr kleine Unternehmen zu vermeiden. 16. Flexibilität ist außerdem gezeigt, damit traditionelle Methoden auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln weiterhin angewandt werden können. Wie auch in Bezug auf strukturelle Anforderungen an die Betriebe, die Flexibilität ist für Regionen in schwieriger geografischer Lage einschließlich der Artikel 299 Absatz 2 des Vertrages aufgeführten Gebiete in äußerst Randlage von besonderer Bedeutung. Die Flexibilität sollte jedoch die Ziele der Lebensmittelhygiene nicht in Frage stellen. Außerdem sollte das Verfahren, das den Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Flexibilität einräumt, vollkommen transparent sein, da alle nach den Hygienevorschriften hergestellten Lebensmittel sich in der Gemeinschaft im freien Verkehr befinden werden. Dabei sollte vorgesehen werden, dass etwaige Meinungsverschiedenheiten in dem mit der Verordnung EG 178/2002 eingesetzten ständigen Anschluss für Lebensmittelkette und Tiergrundgesundheit erörtert und gelöst werden. 17. Die Umsetzung der Hygienevorschriften kann durch Zielvorgaben, zum Beispiel Ziele für die Reduzierung pathogener Erreger oder Leistungsnormen, gelenkt werden. Daher müssen entsprechende Verfahrensvorschriften festgelegt werden. Solche Zielvorgaben würden das geltende Lebensmittelrecht ergänzen. Beispielsweise die Verordnung EWG 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln, die für bestimmte Kontaminanten die Festlegung von Höchstwerten vorsieht, und die Verordnung EG Nr. 178/2002, die das Inverkehrbringen nicht sicherer Lebensmittel untersagt und eine einheitliche Grundlage für die Anwendung des Vorsorgeprinzips schafft. 18. Um dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung zu tragen, sollte eine enge und effiziente Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten im Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sichergestellt werden. Die vorliegende Verordnung trägt den internationalen Verpflichtungen im Rahmen des WTO-Übereinkommens über gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen und den im Codex Alimentarius enthaltenen internationalen Lebensmittelsicherheitsstandards Rechnung. 19. Die Registrierung der Betriebe und die Kooperation der Lebensmittelunternehmer sind erforderlich, damit die zuständigen Behörden die amtlichen Kontrollen wirksam durchführen können. 20. Ein wesentlicher Aspekt der Lebensmittelsicherheit für die Rückverfolgbarkeit des Lebensmittels und seiner Zutaten auf allen Stufen der Lebensmittelkette. Die Verordnung EG 178/2002 enthält Regelungen zur Rückverfolgung von Lebensmitteln und Zutaten sowie ein Verfahren zum Erlass von Bestimmungen zur Anwendung dieser Grundsätze auf bestimmte Sektoren. 21. In die Gemeinschaft eingeführte Lebensmittel müssen den allgemeinen Anforderungen der Verordnung EG 178/2002 genügen oder müssen Bestimmungen entsprechen, die den Gemeinschaftsbestimmungen gleichwertig sind. Die vorliegende Verordnung regelt bestimmte spezifische Hygieneverordnungen für die Gemeinschaft eingeführte Lebensmittel. 22. Aus der Gemeinschaft in Drittländer ausgeführte Lebensmittel müssen den allgemeinen Anforderungen der Verordnung EG 178/2002 entsprechen. Die vorliegende Verordnung regelt bestimmte spezifische Hygieneanforderungen für aus der Gemeinschaft ausgeführte Lebensmittel.
23. Lebensmittelhygienevorschriften der Gemeinschaft müssen wissenschaftlich fundiert sein. Zu diesem Zweck ist erforderlich, jedenfalls die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zu konsultieren. 24. Die Richtlinie 93/43 EWG sollte aufgehoben werden, da sie durch die vorliegende Verordnung ersetzt wird. 25. Die Anforderungen dieser Verordnung sollten nicht gelten, bevor nicht alle Teile der neuen Lebensmittelhygienevorschriften in Kraft getreten sind. Ferner ist es angezeigt, einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten zwischen dem Inkrafttreten und der Anwendung der neuen Vorschriften vorzusehen, um die betroffenen Wirtschaftszweige Zeit zur Anpassung zu lassen. Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse erlassen werden. Haben folgende Verordnung erlassen. Kapitel 1 Allgemeine Bestimmungen, Artikel 1, Geltungsbereich. 1. Diese Verordnung enthält allgemeine Lebensmittelhygienevorschriften für Lebensmittelunternehmer unter besonderer Berücksichtigung folgender Grundsätze. A. Die Hauptverantwortung für die Sicherheit eines Lebensmittels liegt beim Lebensmittelunternehmer. B. Die Sicherheit der Lebensmittel muss auf allen Stufen der Lebensmittelkette einschließlich der Primärproduktion gewährleistet sein. C. Bei Lebensmitteln, die nicht ohne Bedenken bei Raumtemperatur gelagert werden können, insbesondere bei gefrorenen Lebensmitteln, darf die Kühlkette nicht unterbrochen werden. D. Die Verantwortlichkeit der Lebensmittelunternehmer sollte durch die allgemeine Anwendung von auf den HACCP-Grundsätzen beruhenden Verfahren in Verbindung mit einer guten Hygienepraxis gestärkt werden. E. Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis sind ein wertvolles Instrument, das Lebensmittelunternehmen auf allen Stufen der Lebensmittelkette hilft. Die Vorschriften der Lebensmittelhygiene einzuhalten und die HACCP-Grundsätze anzuwenden. F. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Risikobewertungen sind mikrobiologische Kriterien und Temperaturkontrollerfordernisse festzulegen. G. Es muss sichergestellt werden, dass eingeführte Lebensmittel mindestens denselben oder gleichwertigen Hygienenormen entsprechen, wie in der Gemeinschaft hergestellte Lebensmittel. Diese Verordnung gilt für alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln und für Ausfuhr sowie unbeschadet spezifischer Vorschriften für die Hygiene von Lebensmitteln. Paragraph 2. Diese Verordnung gilt nicht für a. Primärproduktion für den privaten häuslichen Gebrauch. B. Die häusliche Verarbeitung, Handhabung und Lagerung von Lebensmitteln zum häuslichen privaten Verbrauch. C. Die direkte Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte, die die Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher abgeben. D. Sammelstellen und Gerbereien, die ausschließlich deshalb unter die Definition Lebensmittelunternehmen fallen, weil sie mit Rohstoffen für die Herstellung von Gelatine oder Kollagen umgehen. 3. Im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften erlassen die Mitgliedstaaten
Vorschriften für die Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe C. Mit diesen einzelstaatlichen Vorschriften muss gewährleistet werden, dass die Ziele dieser Verordnung erreicht werden. Artikel 2 Begriffsbestimmungen. 1. Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck a. Lebensmittelhygiene, im Folgenden Hygiene genannt, die Maßnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind, im Gefahren unter Kontrolle zu bringen und zu gewährleisten, dass ein Lebensmittel unter Berücksichtigung seines Verwendungszwecks für den menschlichen Verzehr tauglich ist. B. Primärerzeugnisse. Erzeugnisse aus Primärprodukten einschließlich Anbauerzeugnissen, Erzeugnissen aus der Tierhaltung, Jagderzeugnissen und Fleischereierzeugnissen. C. Betrieb jeder Einheit eines Lebensmittelunternehmens. D. Zuständige Behörde, die Zentralbehörde eines Mitgliedstaates, die für die Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung zuständig ist, oder jede andere Behörde, die Zentralbehörde dieser Zuständigkeit übertragen hat, gegebenenfalls auch die entsprechende Behörde eines Drittlandes. E. Gleichwertig. In Bezug auf unterschiedliche Systeme ein zur Verwirklichung derselben Ziele geeignetes Verfahren. F. Kontamination. Das Vorhandensein oder das Hereinbringen einer Gefahr. G. Trinkwasser. Wasser, das den Mindestanforderungen der Richtlinie 89/83 EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch entspricht. H. Sauberes Meerwasser. Natürliches, künstliches oder gereinigtes Meer- oder Brackwasser, das keine Mikroorganismen, keine schädlichen Stoffe und kein toxisches Meeresplankton in Mengen aufweist, die die Gesundheitsqualität von Lebensmitteln direkt oder indirekt beeinträchtigen können. I. Sauberes Wasser. Sauberes Meerwasser und Süßwasser von vergleichbarer Qualität. J. Umhüllung. Das Platzieren einer Lebensmittel in eine Hülle oder ein Behältnis, die das Lebensmittel unmittelbar umgeben, sowie diese Hülle oder dieses Behältnis selbst. Das Platzieren eines oder mehrerer umhüllter Lebensmittel in ein zweites Behältnis, sowie dieses Behältnis selbst. L. Luftdicht verschlossener Behälter, ein Behälter, der seiner Konzeption nach dazu bestimmt ist, seinen Inhalt gegen das Eindringen von Gefahren zu schützen. M. Verarbeitung, eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Erzeugnisses, beispielsweise durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocken, Marinieren, Extrahieren, Extrudieren oder durch eine Kombination dieser verschiedenen Verfahren. N. Unverarbeitete Erzeugnisse, Lebensmittel, die keiner Verarbeitung unterzogen wurden. Nein, schließlich Erzeugnisse, die gezielt ausgelöst, getrennt, in Scheiben geschnitten, aufgebeint, fein zerkleinert, enthäutet, gemahlen, geschnitten, gesäubert, garniert, enthüllt, geschliffen, gekühlt, gefroren, tiefgefroren oder aufgetaut wurden. O. Verarbeitungserzeugnisse, Lebensmittel, die aus der Verarbeitung unverarbeiteter Erzeugnisse hervorgegangen sind. Diese Erzeugnisse können Zutaten enthalten, die zu ihrer Herstellung oder zur Verleihung besonderer Merkmale erforderlich sind. 2.
Ferner gelten die Begriffsbestimmungen der Verordnung EG Nr. 178/2002. Drittens, im Sinne der Anhänge dieser Verordnung bedeuten Ausdrücke wie erforderlichenfalls geeignet, angemessen und ausreichend im Hinblick auf die Ziele dieser Verordnung erforderlich geeignet, angemessen und ausreichend. Kapitel 2. Verpflichtung der Lebensmittelunternehmer. Artikel 3. Allgemeine Verpflichtung. Die Lebensmittelunternehmer stellen sicher, dass auf allen ihrer Kontrolle unterstehenden Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln die einschlägigen Hygienevorschriften dieser Verordnung erfüllt sind. Artikel 4. Allgemeine und spezifische Hygienevorschriften. 1. Lebensmittelunternehmer, die in der Primärproduktion tätig sind und die in Anhang 1 aufgeführten, damit zusammenhängenden Vorgänge durchführen, haben die allgemeinen Hygienevorschriften gemäß Anhang 1 Teil A sowie etwaige spezielle Anforderungen der Verordnung EG 2004 zu erfüllen. 2. Lebensmittelunternehmer, die auf Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen von Lebensmitteln tätig sind, die den Arbeitsgängen gemäß Absatz 1 nachgeordnet sind, haben die allgemeinen Hygienevorschriften gemäß Anhang 2 sowie etwaige spezielle Anforderungen der Verordnung EG 2004 zu erfüllen. Lebensmittelunternehmen treffen gegebenenfalls folgende spezifischen Hygienemaßnahmen. A. Erfüllung mikrobiologischer Kriterien für Lebensmittel. B. Verfahren, die notwendig sind, um den Zielen zu entsprechen, die zur Erreichung der Ziele dieser Verordnung gesetzt worden sind. C. Erfüllung der Temperaturkontrollerfordernissen für Lebensmittel. D. Aufrechterhaltung der Kühlkette. E. Probennahme und Analyse. 4. Die in Absatz 3 genannten Kriterien, Erfordernisse und Ziele werden nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt. Die entsprechenden Methoden für die Probleme und Analyse werden nach demselben Verfahren festgelegt. 5. Falls in dieser Verordnung, in der Verordnung EG 2004 und in deren Durchführungsmaßnahmen keine Probenahme und Analysemethoden festgelegt sind, können die Lebensmittelunternehmer in anderen gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften festgelegte geeignete Methoden anwenden. Bestehen solche Methoden nicht, so können die Lebensmittelunternehmer Methoden anwenden, die den Ergebnissen der Referenzmethode gleichwertige Ergebnisse bringen, sofern diese Methoden nach international anerkannten Regeln oder Protokollen wissenschaftlich validiert sind. 6. Die Lebensmittelunternehmer können für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Verordnung unterstützend auf Leitlinien gemäß den Artikel 7, 8 und 9 zurückgreifen. Artikel 5. Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte. 1. Die Lebensmittelunternehmer haben ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf den HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und aufrechtzuerhalten. 2. Die in Absatz 1 genannten HACCP-Grundsätze sind die folgenden. A. Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein akzeptables Maß reduziert werden müssen. B. Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte, auf der den Prozessstufen, auf der denen die Kontrolle notwendig ist, um eine Gefahr zu vermeiden,
auszuschalten oder auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. C. Festlegung von Grenzwerten für diese kritischen Kontrollpunkte anhand deren im Hinblick auf die Vermeidung, Ausschaltung oder Reduzierung ermittelter Gefahren zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Werten unterschieden wird. D. Festlegung und Durchführung effizienter Verfahren zur Überwachung der kritischen Kontrollpunkte. E. Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die Überwachung zeigt, dass ein kritischer Kontrollpunkt nicht unter Kontrolle ist. F. Festlegung von regelmäßig durchgeführten Verifizierungsverfahren, um festzustellen, ob den Vorschriften gemäß den Buchstaben A bis E entsprochen wird. G. Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens angemessen sind, um nachweisen zu können, dass den Vorschriften gemäß den Buchstaben A bis F entsprochen wird. Wenn Veränderungen im Erzeugnis, am Herstellungsprozess oder in den Produktionsstufen vorgenommen werden, so überprüft der Lebensmittelunternehmer das Verfahren und passt es in der erforderlichen Weise an. Drittens. Absatz 1 gilt nur für Lebensmittelunternehmer, die auf einer Produktions-, Verarbeitungs- oder Vertriebsstufe von Lebensmitteln tätig sind, die der Primärproduktion und den in Anhang 1 aufgeführten damit zusammenhängenden Vorgängen nachgeordnet sind. 4. Die Lebensmittelunternehmer haben a. gegenüber der zuständigen Behörde den Nachweis zu erbringen, dass sie Absatz 1 entsprechen. Dieser Nachweis erfolgt in der von der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der Art und Größe des Lebensmittelunternehmens verlangten Form. B. Sicherzustellen, dass die Dokumente, aus denen die gemäß diesem Artikel entwickelten Verfahren hervorgehen, jederzeit auf dem neuesten Stand sind. C. Die übrigen Dokumente und Aufzeichnungen während eines angemessenen Zeitraums aufzubewahren. 5. Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel können nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen werden. Solche Vorschriften können die Durchführung dieses Artikels für bestimmte Lebensmittelunternehmer erleichtern, insbesondere indem sie zur Erfüllung von Absatz 1 die Anwendung der Verfahren vorsehen, die in den Leitlinien für die Anwendung der HCCP-Grundsätze festgelegt sind. In diesen Vorschriften kann auch festgelegt werden, wie lange die Lebensmittelunternehmer die Dokumente und Aufzeichnungen gemäß Absatz 4 Buchstabe C aufzubewahren haben. Artikel 6. Amtliche Kontrollen, Eintragung und Zulassung. 1. Die Lebensmittelunternehmer arbeiten gemäß anderen Anwendern, Gemeinschaftsregelungen oder, wenn solche Regelungen nicht bestehen, gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit den zuständigen Behörden zusammen. 2. Insbesondere haben die Lebensmittelunternehmer der entsprechenden zuständigen Behörde in der von dieser verlangten Weise die einzelnen ihrer Kontrolle unterstehenden Betriebe, die auf einer der Stufen der Produktion, der Verarbeitung oder des Vertriebs von Lebensmitteln tätig sind, zwecks Eintragung zu melden. Ferner stellen die Lebensmittelunternehmer sicher, dass die Kenntnisse der zuständigen Behörde über die Betriebe stets auf dem aktuellen Stand sind, indem sie unter anderem alle wichtigsten Veränderungen bei Tätigkeiten und Betriebsschließungen melden. 3. Die Lebensmittelunternehmer stellen jedoch sicher, dass die Betriebe von der zuständigen Behörde
nach mindestens einer Kontrolle an Ort und Stelle zugelassen werden, wenn eine solche Zulassung vorgeschrieben ist. A. Nach dem einzelstaatlichen Recht des Mitgliedstaats, in dem der Betrieb sich befindet. B. Nach der Verordnung EG Nr. 2004 oder C. Aufgrund eines nach dem Verfahren gemäß Artikel 14 Absatz 2 gefassten Beschlusses. Ein Mitgliedstaat, der gemäß Buchstabe A die Zulassung bestimmter auf seinem Gebiet niedergelassenen Unternehmen nach seinem einzelstaatlichen Recht vorschreibt, setzt die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten von der einschlägigen einzelstaatlichen Vorschriften in Kenntnis.